Aktivisten der Protestgruppierung Letzte Generation blockierten am Donnerstagmorgen die Autobahnabfahrt Harentor in Oldenburg. Betroffen war die Abfahrt für den Verkehr auf der A28 in Richtung Emden-Leer-Brake. Dadurch kam es zu deutlichem Rückstau auf der Autobahn. Es tut uns auch total leid, dass wir diese Menschen nerven. Und das ist tatsächlich etwas, was uns auch sehr unangenehm ist. Das Problem ist, wir waren vor den Regierungsgebäuden, wir waren in den Regierungsgebäuden. Wir haben dort massiv gestört und es wurde ignoriert. Die einzige Protestform von uns, die nicht ignoriert wird, sind derzeit Straßenblockaden. Und sie machen einen massiven Druck auf die Politik. Vor Ort eingesetzte Polizistinnen und Polizisten suchten nach Angaben der Polizei das Gespräch mit den vier Aktivisten, von denen sich zwei an der Fahrbahn festgeklebt hatten. Die vier an der Versammlung teilnehmenden Personen wurden zudem aufgefordert, die Fahrbahn zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie nach Polizeiangaben nicht nach, sodass der Kleber gelöst und alle Teilnehmer auf den Gehweg gebracht wurden. Gegen die Personen im Alter von 20 bis 42 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und wegen Nötigung eingeleitet.